einen Menschen, der auch sehr reich war. Und dieser Mensch wollte in den Himmel kommen. Und er ging zu dem Herrn Jesus und er sagte zu ihm: Guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Wir sehen, ein reicher Mann wollte ewiges Leben haben. Und Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Hier haben wir eine Geschichte aus der Bibel, wo ein reicher Mensch das ewige Leben haben wollte. Und er sagte: Was soll ich tun? Ich habe Vater und Mutter geehrt. Ich habe meinem Nächsten geholfen. Ich war ein guter Mensch, habe nicht getötet, habe nicht gelogen, habe alles eingehalten. Und Jesus sagt: Eins fehlt dir, lieber Mensch. Verkauf dein Hab und Gut und gib es den Armen und nimm dein Kreuz auf. Er aber ging betrübt weg. Und wisst ihr, wenn ich hier in diese Straßen schaue, dann sehe ich Menschen, die auch sehr reich sind, die reich sind, überfüllt sind mit allem und in diese Läden reinströmen und keine Zeit haben für das Evangelium. Sie haben keine Zeit, sich einmal eine Minute Zeit zu nehmen und das Wort Gottes zu hören. Sie haben keine Zeit, eine Bibel anzunehmen. Sie sind so beschäftigt mit allem. Sie müssen kaufen, sie müssen ihr Bauch füllen, sie müssen ein tolles Leben führen. Aber sie nehmen sich keine Zeit für Jesus. Ist das nicht traurig? Und Jesus sagt: Wie schwer ist es für einen Reichen, in das Himmelreich einzugehen? Wie schwer, lieber Mensch, ist es für dich, in den Himmel zu kommen? Für dich ist jetzt hier auf der Erde schon Himmel. Dein Bauch zu füllen mit allen möglichen Dingen, dich schön zu kleiden, deinen ganzen nichtigen Trachten nachzugehen, Geschäfte zu machen, dafür hast du Zeit. Aber für die Ewigkeit nimmst du dir keine Zeit. Und ich möchte dir sagen, lieber Mensch, dass eines Tages, dass hier alles auf dieser Erde zu Ende gehen sein wird. Dein Leben wird einmal dahin sein. Und dann ist die Frage: Wo gehst du hin, lieber Mensch? Die Bibel sagt: Nackt bin ich in die Welt gekommen und nackt werde ich wieder dahin gehen. Das heißt, alles, was du dir hier anhäufst, an schönen Schätzen, an allem, das alles wirst du nicht mitnehmen. Das alles wird eines Tages vergehen. Und weißt du, lieber Mensch, was dann kommt? Dann kommt die Ewigkeit. Dann kommt da, wo du nicht mehr kannst. Dann kommt da, wo du nicht mehr zu Gott schreien kannst. Weil dann stehst du vor deinem Schöpfer, nackt und entblößt. Und was hast du deinem Schöpfer zu bringen? Deine Goldketten, die du nicht mehr hast, dein Geld, dein Reichtum, dein Ansehen, all das wird nicht mehr sein, lieber Mensch. Und du wirst vor deinem Schöpfer stehen. Was wirst du deinem Schöpfer sagen? Die Bibel sagt, der Mensch wird nicht einen einzigen Ton von sich geben. Er wird verstummen, wenn er vor seinem Schöpfer steht. Und so wird es eines Tages sein. Denk doch daran, lieber Mensch, dass das alles hier einmal vergänglich ist. Dass diese Straße einmal nicht mehr bestehen wird. Dass die schönen Klamotten, die du trägst, einmal zerfressen sein werden. Dass dein Gold einmal rosten wird. Dass alles einmal vergehen wird. Aber die Ewigkeit, lieber Mensch, sie kommt. Die Ewigkeit, sie wird eines Tages eintreten. Nur die Frage ist: Womit verbringst du jetzt deine Zeit? Was tust du für die Ewigkeit? Du häufst dir Schätze an, aber bist nicht bereit, an die Ewigkeit zu denken, an das ewige Leben. Es wird eines Tages kommen. 100% werden wir alle sterben, alle. Kein Mensch wird den Tod entrinnen, niemand. Und ich bitte dich, lieber Mensch, denk doch einmal darüber nach, was einmal nach dem Tod sein wird.
dass du dein Leben nicht verschwendest mit dem Jetzt und Hier und Heute, dass es dir gut geht, sondern denk einmal daran, dass du sterben musst. Und ich flehe dich an, lieber Mensch, dir einmal Gedanken darüber zu machen. Gott hatte einen wunderbaren Plan. Er hat uns Menschen nicht einfach geschaffen, damit wir irgendwie hier leben sollen, sondern er hat uns geschaffen, damit wir unseren Schöpfer anbeten. Dazu bist du bestimmt und ich. Und wenn du Gott nicht anbetest, lieber Mensch, dann betest du dein Reichtum an. Dann betest du alles andere an. Aber irgendetwas betest du an. Und Gott möchte die Anbetung von dir. Und er hat etwas Wunderbares getan. Er hat seinen wunderbaren Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Er hat ihn gesandt und dieser Jesus hat alles getan für dich und für mich. Er ist ans Kreuz gegangen. Dort am Kreuz hat er die Schuld bezahlt, die wir auf uns geladen haben. Ja, wir können von außen gute und fromme Menschen sein, aber in unseren Herzen sind wir böse. Und wir wissen alle, dass wir nicht das Ziel erreichen können, was Gott in uns fordert, die 10 Gebote komplett zu erfüllen. Darum kam sein Sohn. Nehmt euch eine Bibel. Nehmt euch eine Bibel. All deine Überbetung, all das, was du getan hast, hat er bezahlt. Ein für alle Mal. Und dann ist er ans Kreuz gegangen und er ist nicht an diesem Kreuz geblieben. Er ist gestorben. Halleluja. Und am dritten Tage auferstanden. Jesus Christus lebt. Amen. Und durch seine Auferstehung, lieber Mensch, hast du die Gnade von Gott bekommen. Wenn du die Gerechtigkeit Christus annimmst am Kreuz, dass er dir vergeben möchte, dann hast du die Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen. Nicht durch Reichtum, nicht durch Frömmigkeit, sondern durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus hast du die Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen. Und davon zeugen wir. Amen. Davon geben wir Zeugnis. Darum stehen wir hier. Wir wollen nicht dein Geld. Wir wollen nichts von dir. Wir wollen auch nicht von einer Konfession hier reden, von einer Religion reden, sondern wir predigen Christus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Amen. Und dieser Christus, lieber Mensch, dieser Christus liebt dich und er möchte dich verändern. Er möchte dich verändern. Er möchte dir klar und deutlich zeigen, dass das Leben, was du lebst, dass das vergänglich ist und dass ewige Freude nur in deinem Schöpfer zu finden ist. Und das wünsche ich mir, lieber Mensch, für einen jeden Einzelnen von dir, dass du diese Gnade vom Kreuz findest. Amen. Möge der Herr das Herz heute weit öffnen, dass diese Gnade heute in dein Herz kommt und dass du über die Ewigkeit nachdenkst. Amen. Amen.